Hallo und herzlich willkommen zu Let's Rock Games. Wir sind jetzt hier bei Nori, oder wie ist die gute Frau? Nore, ja, war schon nah dran. Achso, was ich euch versprochen hatte, ich wollte euch ja mal die Knifte... Na, es geht hier wieder gerade nicht, weil ich in so einem scheiß Schutzgebiet bin. Ich wollte euch ja mal die Knifte zeigen. Du hinterlässt Eindruck bei diesen Verrätern, Bruder. Sie fangen schon an unterzutauchen. Lass dich davon nicht abhalten, sie aufzuspüren. Hä? Krieg ich mal meine Waffe. Will dir mal zeigen. Ja, jetzt. Das ist dieser Topper, glaube ich. Oder nee, der Bull war das, genau. Den wir freigeschalten hatten. Richtig geiles Visier, Schalldämpfer, auch noch Schrotflinte. Ich zeige jetzt hier einfach mal. Bam! Also für Tiere, denke ich mal, eine echt geile Sache. Wir haben auf jeden Fall, damit mal ein bisschen rumholzen. So. Dann begeben wir uns mal zu Nore oder Nori oder wie auch immer die heißt. Jupidu, Jupidu. So, mal schnell noch gucken, was schnell herstellen. Genau, wir hatten Köcher, schwere Munitionstasche und die Spritzentasche geschafft. Und die Wurfgeschosstasche. Genau, deswegen haben wir jetzt 15 Messer und 60 Pfeile. Ach ne, 50. 50 habe ich noch. So, dann schauen wir doch mal, was sie von mir will. Wir können ja dann nochmal einen Arena-Kampf eigentlich machen. Ah, wieder da. Sie bejubeln dich in der Arena, huh? Brüste. Was ist denn da los? Die Tiere sind hungrig, wer fütter ihm? Du musst Paul jetzt töten. Es muss schnell gehen, sonst fliegt er heim. Töte ihn, hol meine Familie zurück und ich bring sie dir alle. Yuma, Pagan, ich bring dir ihre Köpfe. Alles gut. Nichts ist okay. Er hat meine Familie. Das ist nicht okay. Du musst sie bitte retten. Paul veranstaltet eine Abschiedsparty auf seinem Gelände. Dort ist er angreifbar. Er besorgt sich gern frisches Fleisch aus einem nahen Dorf. So kommst du rein. Sobald du drinnen bist, musst du dich in das Verhörzimmer schleichen. Dort fühlt er sich sicher. Ja, geil! Meine erste Festung anscheinend, die ich hier einnehmen werde. Meine erste Festung, glaube ich, ey. Geile Scheiße. So, und wie man es wünscht, ist hier direkt ein Auto für mich geparkt. Ist ja wunderbar. Achtet mal genau auf die Dosen, die bewegen sich, ne? Beim Fahren. Es bewegt sich nichts im Auto, außer die Dosen und das Bild. Ja, wenn du Unfall baust, bleibt alles an seinem Ort. Aber es bewegt sich während der Fahrt. Wartet mal, ich habe eine bessere Idee. Geh mal weg, ich brauche noch ein bisschen Muni. Und ich kann dir noch was verkaufen. Schnell verkaufen. Wunderbar. Ihr seht, habe ich auch mittlerweile mal wieder eine Million gesammelt. Ich warte nämlich mal einen kleinen Ausflug zu Tieren weg. Cool. Ich hatte einen kleinen Ausflug zu Tieren. Da war ich ein ganzer Haufen Wölfe und Dachse. Die habe ich alle umgelegt und alle gehäutet und dadurch habe ich richtig viel Kohle gemacht. War mal ganz praktisch. Ich werde es auch bestimmt nochmal machen müssen. Weil das eigentlich das Spiel ganz schön ins Geld geht, finde ich. Ja, was man hier an Waffen kaufen kann, die mal schnell 300.000, was ich, kosten. So. Granatwerfer dabei mit 50 Kugeln. Ist das schön. Brauche ich gar keine andere Waffe mehr. Ich habe jetzt meinen Granatwerfer, 50 Kugeln, was will ich mehr? Dies ist ein Notruf an alle Kämpfer in der näheren Umgebung. Unser Mann. Von der Royal Army überrannt und wir brauchen so viel Verstärkung wie möglich. Kommt schnell! Da kann ich euch aber gleich mal die Knifte zeigen, das ist ganz praktisch. So, die will ich haben. Ah!
So. Weg da. Mal heilen. Also ist wirklich nur was für... Wirklich nur was für Nahkampf, Alter. Boah, heilen! Weg, 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 weg! Weg da. Ja, hab schon erwischt, der wunderbar in den Rücken noch geschossen. Ah, geile Aktion. So, jetzt tun wir die mal ausrauben, weil ich brauche Geld. Und danach geht's weiter um den ersten Festung, um die erste Festung einzunehmen. Vielleicht hat jemand was Cooles dabei. Hier, eine Million habe ich jetzt. Wow, ich bin reich, ich bin so reich. Kann ich das Geld mal wieder auf meinen Kontostand übertragen? So, ich denke mal, das sollte reichen mit Ausrauben. Müssen sie ja nicht ganz so genau nehmen. Aber jetzt mindestens habt ihr mal die Bull gesehen. Die, wie gesagt, ist relativ nice. Die ist schön leise. Und halt verdammt, also unschlagbar. So, den ganzen Bull wieder verkaufen. Ich hoffe, das deckt meine Einkaufskosten jetzt. Boah, eigentlich schon. Das ging gut. So, nochmal 20.000 kostet so eine scheiß Weste, Alter. Zum Glück hattest du Zeit zum Jagen. Jetzt ist es hier sicher. So, wo habe ich denn den Helikopter geparkt? Hinten irgendwo, ne? Ja, genau, da oben ist er. Da muss ich aber hier lang gehen und dann hoch. So geil, Alter. Ja, mit der Knarre ist er aber. Ah, schön. Aber man kriegt halt bloß ein Fell raus, ne? Das ist wieder schade. Wenn man mit der jagen dürfte und zwei Fälle rausging, Alter. Ich würde. Jede Tierart hier ist aussterben bedroht und so, ne? Wisst was ich meine? So, Gärtner gespielt. Und ab geht der Peter. Wir machen uns da mal. Wo bist du eigentlich genau hin? Bis da runter! Der hätte immer schnell reißen müssen. Alter, bis da runter gucken. Ich dachte, das wäre ja gleich um die Ecke. Die Plöhr mache ich doch jetzt, oder? Die erste Festung, ey. Ich freue mich so drauf, Alter. Das wusste ich gar nicht. Auf die erste Festung so gespannt. Guck mal, habe ich freigeschalten. Ist er nicht schön bemalt? So. Was wird jetzt meine Aufgabe sein? AJ, hast du meine Familie schon? Noch nicht, nur. Aber ich bin auf dem Weg zu ihr. Oh, okay. Siehst du musst dich reinschleichen. Das ist wichtig. Paul ist eine Ratte und Ratten finden immer einen Weg vom sinkenden Schiff. Er darf keinen Verdacht schöpfen, bis es zu spät ist. Und vergiss nicht, AJ. Er schmeißt eine Party. Finde raus, wo er sein Frischfleisch entführt und schleich dich mit ihm rein. Was ich jetzt so richtig machen soll, habe ich jetzt noch nie gecheckt.
werden. Wenn das Geräusch macht dich wach. Wenn wir verladen werden, geht's euch an den Arsch. Einsteigen und hinsetzen. Ich glaube, der hat in die Hose gemacht. Ist das nicht ganz verstanden, was ich hier machen soll? Schleich dich in den Truck. Das war's schon? Das war ja einfach. Jetzt hole ich mir Paul. Fang ihn lebend, wenn du kannst, Bruder. Er soll für alles bezahlen, was er Tyrat antat. Es verschwinden eine Menge Leute aus den Dörfern in der Gegend. Also wenn du irgendjemand lebend findest, hilf ihnen zu fliehen. Aber tu es leise. Muck ist geil. Die haben mich jetzt nie gesehen, oder? Ich glaube, ich habe schon verkackt. Sucht weiter. Die Musik ist geil. Ihr müsst alle die Augen offen halten. Scheiße. Verdammt. Naja, ich war ein bisschen zu übereifrig. Sehen, dass der Mist. So geht das schon mal nicht. Aber ich kenne den nicht schnell genug, den kenne ich den Typen da oben wegholzen. Hi! Wie kann man die Leiche so schnell entdecken, bitte? Deswegen. So. Wo gehen wir jetzt lang? Schauen wir mal, können wir den ausschalten? Sehen aber gar nicht richtig. Unten sind drei. Der erste läuft los.
jetzt und hier sterben. Schwärmt aus und sucht. Schießt auf alles, was sich bewegt. Okay. Er ist hier. Machen wir den Kerl fertig. Da hatte ich jetzt aber Glück, dass ich hier stehe. Seht nach, ob irgendetwas ungewöhnlich ist. Haben. Und du kommst da mal schön runter. Ist das ein Toter? Genauso wie du, ja. Jawoll, alle weggenatzt hier. Ich hätte gern mal einen Speicherpunkt. Wo sind die? Wir waren doch von Sklaven, verdammt. Ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht von mir, also. Das war. Wo denn ist denn der gewesen? Ach, Puff. Ach, kommt, Leute. Ja, hab ich nicht gesehen. Auch immer gleich die Leiche entdeckt wird. Soll ich denn die alle töten? Echt? Schon wieder? So ein Curry schmeckt immer wie ein nasses Jack. Hör doch mal auf den Kerl. Halt mal! Nicht nachgeben! Gebiet durchsuchen! Ist hier liegt eine Leiche! Oh, Scheiße! Ich bin runter! Geht in Deckung! Ich werde euch leid. Ja, Okja. Aufpassen. Wir wissen nicht, was da draußen ist. Könnte mehr als ein Einzelner sein. Oh, was hänge ich hier wieder? Ist das dann nervig sowas? So, will ich die Kiste holen? Die ist im Haus, wa? Alter, sind die ganzen Leute hier verscharrt? Zum Schweine? Ach du Scheiße. Ist ja makaber. Das ist ja makaber, Alter. Komm schon wieder raus, Mann. Ja, ich gehe schon wieder rein. Also hier komme ich einfach noch nie rein gerade anscheinend. So scheiße. Sonst wird es ja gelöst.
So, die erste muss da hinten sein. Noch eine Spritze. Da hinten ist noch einer. Okay. Dann sehe ich erstmal keinen. Ich muss jetzt irgendwie durch. So, läuft doch. Mit dem Messer bin ich langsam echt gut, hab ich das Gefühl. Ist aber eine geile Waffe, ey. Ach, der hinten habe ich den getötet. Das war ja echt weit. Kannst du mal schön bleiben lassen, mein Freund. Seht ihr, wollte der da hochklettern, die sagt gerade. So, ich muss mit der Seite ran. Los, los, hau hier ab und halt den Kopf und. So, und jetzt zum dritten Punkt. Die Mucke ist echt cool gemacht. Der wollte gerade kotzen, ne? Oh, weg, 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 weg. Oh, da ist noch einer! Scheiße! Fuck, Alter, ins Licht gekommen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht alle drei nochmal befreien muss, sondern... Ja, gut, ich muss noch den Sachen befreien. Oh, klasse. Hey, hey! Seht über, ich will, dass ihr den findet, der das getan hat. Sucht weiter. Haltet die Augen offen, Leute. Der Scheißkerl ist nicht mehr hier. Komm her, ich bin bereit für dich. Und ich ja. Du gar nicht hoch, Lo. Du kommst eh runter. So, hätten wir schon mal. Muss doch sein, dass ich die Typen dort befreie, Krieger, ey. Wahrscheinlich ist das so die schwerste Stelle. Wo denn? Ey, es ist da jetzt nie euer Ernst. Habt ihr nicht gesehen, ey. Da war auch gerade die Spritze ab. Mann, Alter, ich hab langsam echt keinen Bock mehr. So, das hat eigentlich ganz gut geklappt, die auszuschalten. So, Spritze rein. Leise! Seht euch um! Ich
will wissen, ob da draußen was ist. Passt auf. Vielleicht sind es mehrere Jungs. Ich geh runter. Geht klar. Seht überall nach. Ich will wissen, was das war. Scheiße. Seht euch um. Wer auch immer das war, muss hier sein. Leise! Was zum? Na, wo das herkam. Brick! Noch jemand? Hammer. Da ist es mir selbst wert, dass die Messer an mir ausgehen. Hauptsache, ich schaffe das jetzt endlich mal hier. Da ist der Typ, okay. Hi, ich wollte mal kurz meine Messer wieder. Danke. Halt, ihr lang. Messer haben wir wieder. So. Jetzt hauen wir uns nochmal eine Spritze rein. Geh jetzt nicht schon wieder an der Stelle hier krepieren, Alter. Oh, da ist einer. Ich glaube, der Typ, der uns vor uns entdeckt hat. Schon wieder hochlaufen. Mensch, das funktioniert. Nee, das haben wir schon mal getestet. Feuer. Du scheiß Kotzlappen hast mich fast gekillt, ne? So, halt mal. Wenn du nicht gekommen wärst, wäre ich jetzt tot. Sabal, ich hab Gefangene befreit. Gut, jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Bruder. Und jetzt tu, weshalb du dort bist. Irgendwie, ach, jetzt darf ich erst jetzt rein. Ah, verstehe. Oh, bin ich quasi vorher zu eilig gewesen. Etwas zuvor eilig, meine ich. Nicht zu eilig. So. Das war knapp. Was? Wo? Da hat er keiner mehr gelebt. Ich hab da alle getötet. Mein, ich raste hier gleich aus, Alter. Sabal, ich hab Gefangene befreit. Gut. Jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Bruder. Und jetzt tu, weshalb du dort bist. Was für eine Scheißfolge! Verdammt! Sabal, ich hab Gefangene befreit. Gut. Jeder, den du befreist, ist ein neuer Soldat für unsere Sache, Bruder. Und jetzt du, weshalb du dort bist. Die Party läuft seit über 100 Jahren.
komme ich da jetzt rein in das? Ach, der bringt die um und wirft die. Alter. So. Wo muss ich jetzt lang? Was haben wir? Hä? Kommst du noch höher? Ne, ist der Dachboden. Hier bin ich rein. Ah! Ich bin mal gespannt, was er macht. Ach, geil, der setzt sich dahin. Hey, Schatzi, wie geht's dir? Oh, das ist prima. Das ist wunderbar. Nein, das ist eine geile Idee. Nein, ich verstehe. Liebling, ich verstehe, aber ich kann nicht. Ich bin gerade buchstäblich auf dem Weg in ein Meeting. Ja, gut. Nein, okay, lass dich schnell ran. Nein, ist okay. Ja. Gleich bin ich bei dir. Hi, Ashley. Wirklich? Das ist ja super. Braves Mädchen, bist du schon bettfertig? Auch Zähne geputzt? Mindestens 10 Sekunden? So ist's recht. Ja. Gib Mama einen dicken Kuss von mir. Na, du weißt doch, wie einsam sie ist. Du bist jetzt die Dame des Hauses. Natürlich, aber du weißt, dein Daddy muss arbeiten. Ein Geschenk? Klar, Liebes, was willst du? Ein Ring? Nein, ich glaube, ich habe nichts Passendes für dich gesehen. Tut mir leid, wünsch dir was anderes. Eine Kette? Oh, eine Goldkette. Tja, weißt du, ich glaube, da habe ich das Richtige. Ja. Natürlich glänzt sie, aber hör zu, Daddy muss arbeiten, okay? Ich lieg jetzt auf. Ja, ich dich auch. Ja. Küsschen und süße Träume, okay? Tschüss, Käferchen. Tschüss. Ich muss mich entschuldigen, meine Tochter. Du warst pünktlich hier und ich war nicht bereit. Ich wollte nicht respektlos sein. Du? Kopfnuss. Ja, nur Seitenwaffen und ich habe so einen riesen Oschi dabei. Du wirst jetzt und hier sterben. Nicht sterben. So, noch jemand? Ah, kämpft ihr so in Amerika, AJ? Ha, ihr versteckt euch wie Feiglinge. Ui. Oh, mein Nachtsichtgerät oder sowas bei Gelegenheit. So. De Bleu, okay. Dann kommen wir mit. Oh, da kommt da schon die nächsten um die Ecke. Bleib mal hier. Da oben! Bewegung!
So. Ab geht der Peter. Darf ich ihn töten hier? Gott sei Dank bin ich mit Leichen immer so schnell unterwegs. Komm. Oh nein, da ist es wieder. Irgendwas ist hochgegangen. Komm raus und lass mich dich töten. Tempo! So. Zurück! Ah, ich seh dich! Ich leite es! Klar gibt's denn gekommen, indem ich euch alle wegsprenge. So, und damit hätten wir die Plür gefangen. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Warte mal, da hinten müssen wir da irgendwas machen. Wow. Das kann ich auch, Leute. Warte mal, kann ich mich rächen. So, und wie es weitergeht, wie gesagt, seht ihr in der nächsten Folge. Bis dahin.